Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Veranstaltung Konzernrechnungslegung im Wintersemester 2020/21. Ich freue mich wirklich sehr über so reges Interesse. Sie haben alle Bilanzierung gehört, hören müssen und haben offensichtlich im Anschluss weiterhin Interesse an Rechnungslegung. Der ein oder andere oder vielleicht auch die Mehrheit hat auch die Grundlagen der internationalen Rechnungslegung im Sommersemester gehört. Und jetzt bauen wir darauf auf, nachdem Sie Bescheid wissen, wie die internationale Rechnungslegung erfolgt, die ja eben auch für sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland relevant ist, und schauen uns an, wie Konzerne bilanzieren, wie Konzernrechnungslegung funktioniert. Wir müssen leider auch in diesem Semester wieder im digitalen Format miteinander arbeiten. Sie hatten die Chance, uns einmal zu sehen. Ich hoffe, Sie konnten alle am Kickoff-Termin teilnehmen. Wenn dem nicht so ist, wir sind für Sie gerne als Ansprechpartner bereit, dazustehen. Wir machen Zoom-Meetings. Sie können uns immer per E-Mail erreichen. Wir können telefonieren. Wir finden eine Form, um Sie idealerweise auch in diesem digitalen Semester ideal zu betreuen. So, was erwartet uns in diesem Semester? Ich möchte einmal mit einem Video starten. Und zwar ein Video, was jetzt nur eine bestimmte Branche hier rausgreift, nämlich die, ja, wenn man so will, Lebensmittelindustrie oder alles, was Sie im Supermarkt kaufen können, der Einzelhandel, wird hier abgedeckt. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie mächtig, wie groß eigentlich die Konzernstrukturen sind und was sich hinter einem Konzern verbirgt. Sie haben hier die Chance, in dem Video einmal etwas anekdotisch sich anzuschauen, welche 10 Marken eigentlich in welcher Form in ihren täglichen oder wöchentlichen Einkäufen im Supermarkt vertreten sind. Das ist ganz eindrucksvoll. Und wenn Sie das sehen, dann geht es jetzt zwar in diesem Video eher darum, zu verstehen, was hinter einem Konzern, einer Konzernmutter, einer Holding alles steht. Und was wir jetzt beantworten müssen, ist nämlich die Frage, wie wird das denn eigentlich bilanziell erfasst? Denn wir haben hinter einem Konzern eine ganze Menge kleinerer Unternehmen, Töchterunternehmen, nicht immer eine Tochter, manchmal auch ein nur sogenanntes assoziiertes Unternehmen, vielleicht auch nur eine Beteiligung. Alles Formen, die dann auch auf verschiedene Art in der Konzernbilanzierung Eingang finden. Und wie das funktioniert und wann man welche Vorschrift zu beachten hat und wann man welche Form der Beteiligung an einem anderen Unternehmen wie zu erfassen hat, das genau wollen wir in Konzernbilanzierung, in Konzernrechnungslegung anschauen. Und das werden wir relativ ausführlich machen und werden das mit vielen Beispielen garnieren. Das wird bestimmt eine Herausforderung werden, weil das eigentlich eine perfekte Veranstaltung für den Hörsaal ist. Denn hier kann man sehr, sehr viel gemeinsam erarbeiten, interaktiv. Und wir müssen jetzt versuchen, dass wir das genauso gut für Sie genauso gut vermittelt in der digitalen Form schaffen. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Starten Sie mit diesem Video und wenn Sie das angeschaut haben, dann haben Sie einen Eindruck davon, was eigentlich Konzern bedeutet. Und dann haben Sie sicherlich auch einen Eindruck davon, dass das offensichtlich eine große Aufgabe auch für die Rechnungslegung, die hinter dem Konzern steht, bedeutet. So, jetzt haben Sie das Video angeschaut und Sie wissen sicherlich, dass diese Konzerne nicht vom Himmel gefallen sind, sondern dahinter steckt eine Entwicklung der Unternehmenslandschaft und damit auch eine Entwicklung der Rechnungslegung. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, ja sogar weltweit. Und wir fangen jetzt sozusagen einmal wieder ein bisschen vorne an und schauen uns an, was ist denn eigentlich über die Jahrzehnte mit der Rechnungslegung in Europa und Deutschland passiert. Das ist ja im Grunde genommen nur ein Ergebnis daraus, dass wir auf die sich verändernden Unternehmensstrukturen reagieren müssen. Wenn Sie sich vorstellen, dass gehen wir mal nicht so ganz weit nach hinten, bleiben wir mal im Nachkriegsdeutschland, als Deutschland wieder aufgebaut wurde, da hatten wir vor allen Dingen Familienunternehmen. Da gab es nicht wirklich
grenzüberschreitende Gesellschaften, Konzernstrukturen. Es gab ja auch noch Grenzen. Es gab noch keine gemeinsame Währung. Das heißt, wir haben in der unternehmerischen Entwicklung von dem rein lokal orientierten Unternehmertum eine Entwicklung hin zu global agierenden Unternehmen, die dadurch in der Lage sind, wettbewerbsfähig zu sein, Konkurrenz zu bestehen, Märkte zu bespielen, die vorher vielleicht gar nicht bespielbar waren. Und das erfordert auch eine Veränderung, eine Entwicklung der Rechnungslegung. Und damit fangen wir jetzt an. Sie nehmen mit aus dem Video, das sind große Unternehmen. Man erahnt es ja gar nicht, welche Marken sich hinter einer Holding verstecken. Und wie wird man das in der Rechnungslegung abbilden müssen? Und wie hat sich diese dafür entwickelt? Das ist heute unser Thema in dieser Veranstaltung. Heute lernen Sie, wie sich die Entwicklung der Rechnungslegung und geltender Gesetze betreffend die Rechnungslegung in Deutschland vollzogen hat, welche wesentlichen Unterschiede in der Rechnungslegungskonzeption zwischen Handelsrecht, HGB kennen Sie, IFRS vielleicht auch aus dem Sommersemester, welche Zwecke eine Harmonisierung der Rechnungslegungsgrundsätze und damit auch der Konzernrechnungslegungsgrundsätze in Europa verfolgt. So, wir fangen jetzt mal auf der EU-Ebene an. Denn in der EU wird die Rechnungslegung harmonisiert und das hat weitreichende Folgen auch für die Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Denn Richtlinien oder Verordnungen, die auf der EU-Ebene in diesem Bereich passieren, haben zwingend eine Umsetzungspflicht in den Mitgliedstaaten. So auch die vierte gesellschaftsrechtliche Richtlinie, die hat den Einzelabschluss harmonisiert. Das ist 1978 erfolgt, also schon eine ganze Weile her. Und bereits in der siebten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie aus 83 hat man diese Ideen auch für den Konzernabschluss gehabt. Da sollte eine Vereinheitlichung passieren. Der deutsche Gesetzgeber hat dann mit 3 Jahren später diese Richtlinien umgesetzt, also diese Richtlinien in nationales Recht transformiert. Und das nationale Recht, was hier angesprochen ist, das ist zumeist das Handelsgesetzbuch, aber das kann beispielsweise auch das Aktiengesetz sein oder auch das GmbH-Gesetz, also das Publizitätsgesetz. Das Gesetz, dieses Artikelgesetz, was das gemacht hat, das nennt man das Bilanzrichtliniengesetz oder auch kurz das BiRi-LiG. Und das hat Folgendes in die deutschen Artikelgesetzbücher eingebracht. Zum einen die Einführung des True and Fair View Grundsatzes. Einmal zurückspulen, Sie erinnern sich, es soll ein den Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage dargestellt werden durch Bilanzierung, durch Konzernrechnungslegung, also ein wahrer und wenn man so will, fairer Blick auf die Rechnungslegung soll dem Adressaten, dem Stakeholder ermöglicht werden. Man hat gesehen, dass Konzernabschlüsse eine größere Bedeutung haben, weil eben mehr Konzerne entstanden sind in diesen Jahren. Und deshalb hat man die Aufstellungspflicht von Konzernabschlüssen mit diesen Artikelgesetzen auch ausgedehnt. Dem wurde das BiRi-LiG gerecht und die EU hat es vorgegeben. Dann wollte man die Aussagefähigkeit von Konzernabschlüssen steigern. Zum einen hat man gesagt, man muss nach dem Weltabschlussprinzip bilanzieren. Das bedeutet, wenn ich als Konzernmutter, als Konzernholding bilanziere, dann muss ich den Blick auf die ganze Welt richten und muss abschließend diesem Weltblick entsprechend jedes Unternehmen berücksichtigen. In Klammern, sofern es besondere Kriterien erfüllt, das werden wir noch ganz detailliert betrachten. Wann muss eine Tochter, ein Unternehmen, an dem eine Mutter beteiligt ist, mit in den Konzernabschluss rein und wann kann man darauf verzichten? Denn der Einbezug bedeutet natürlich auch Arbeit. Ja, Arbeit auf Ebene der Rechnungslegung. Das bedeutet eine Vereinheitlichungspflicht. Ja, es kann nicht sein, dass die beteiligten Unternehmen irgendwas abliefern und dann sagen, okay, Mutter, vielen Dank.
Jetzt bastel du mal den Konzernabschluss. Das muss Grundsätzen entsprechen. Man muss sich im Konzern darauf einigen und verständigen, wie diese Grundsätze sein sollen. Und das wurde eben durch das Weltabschlussprinzip noch einmal verdeutlicht. Es müssen Grundsätze bestehen, damit man auch ja alle relevanten Unternehmen in den Konzernabschluss einbezieht, aber eben auch alle nicht relevanten oder, um im bilanziellen Sprachgebrauch zu bleiben, unwesentlichen Unternehmen nicht mit einbeziehen zu müssen. Das bedeutet eben auch, dass wir eine Einheitlichkeit von Ansatz und Bewertung benötigen. Wir können nicht sagen, dass fünf Töchter sich auf eine Abschreibungsmethodik verständigen und in anderen Töchterunternehmen eine andere existieren darf. Ich muss im Konzern mir Gedanken machen, wie ich beispielsweise die Verbrauchsfolgeverfahren verwenden darf. LIFO, FIFO, Sie haben sie alle kennengelernt. Wir brauchen auch eine zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit. Wenn Konzern A bilanziert, dann sollte das idealerweise vergleichbar sein mit der Bilanzierung von Konzern B, weil sonst kann ich als Adressat keine Investitionsentscheidungen treffen, wenn ich die Unternehmen nicht miteinander vergleichen kann. Die Bilanzanalyse, also auch die Analystentätigkeit, muss auf Grundlage dieser Konzernabschlüsse möglich sein. Das ist schon lange her, wir gehen ein Schrittchen weiter, denn wir haben insgesamt auch noch einen Harmonisierungsprozess auf internationaler Ebene, der nicht unbedingt nur in Europa sich vollzieht, denn wir haben auch weltweit eine Globalisierung der Kapitalmärkte. Es wurde in den 90er Jahren attraktiv, sich an der amerikanischen Börse der New York Stock Exchange listen zu lassen. So, jetzt konnte man aber nicht als deutsches Unternehmen, das erste war seinerzeit Daimler-Benz mit 1993, man konnte nicht sagen, hallo, amerikanische Börse, ich habe hier meinen HGB-Abschluss und jetzt möchte ich gerne an der amerikanischen Börse gelistet werden. So ging das nicht, sondern die Börse hat zu Recht gesagt, wenn du hier gelistet sein möchtest, dann musst du irgendwie deinen HGB-Abschluss, den wir überhaupt nicht verstehen, weil wir verstehen die handelsrechtlichen Vorschriften nicht, wir verstehen die Sprache nicht. Wir möchten gerne, damit du vergleichbar bist mit den Unternehmen, die hier gelistet sind. Das sind überwiegend amerikanische Unternehmen. Dann brauchen wir gefälligst eine Überleitungsrechnung deines HGB-Abschlusses, eine sogenannte Reconciliation auf die US-amerikanischen Bilanzierungsvorschriften, die US GAAP, die US Generally Accepted Accounting Principles. Und das verlangt also eine Überleitungsrechnung auf eine kapitalmarktorientierte Rechnungslegung. So, nochmal kurz der Unterschied. Sie kramen mal in Ihrem Gedächtnis. Der HGB-Abschluss hatte welche Zwecke? Dokumentation, Rechenschaftslegung, Zahlungsbemessungsfunktion und der wichtigste, größte Grundsatz war die Kapitalerhaltung und der Gläubigerschutz. Das haben wir, finden wir wieder in dem Vorsichtsprinzip, in der vorherigen Antizipation von künftigen Verlusten, aber einer nicht gleichen Behandlung von Gewinnen. Gewinne dürfen erst dann erfasst werden, Stichwort Realisationsprinzip, wenn diese vereinnahmt sind. Und Verluste werden durch das Institut der Rückstellung, ja, durch die vorherige Aufwanderfassung schon bereits antizipiert, wenn sie absehbar sind. Selbst wenn die Höhe noch nicht konkret feststellt, wenn wir ein gewisses Ermessensspielraum ausnutzen müssen, um die Höhe zu bestimmen. Das ist der HGB-Abschluss. Und der US GAAP-Abschluss, der ist deutlich freier. Der hat einen sogenannten kapitalmarktorientierten Ansatz. Er soll entscheidungsnützliche Informationen bereitstellen, sehr, sehr vergleichbar mit den Ihnen wahrscheinlich überwiegend bekannten IAS, IFRS. Das heißt, auch Gewinne dürfen vorzeitig gezeigt werden. Und damit die New York Stock Exchange, die deutschen Unternehmen damals seinerzeit an der amerikanischen Börse zugelassen hat, musste eben diese Überleitungsrechnung geliefert werden. Und das haben immer mehr deutsche Konzerne gemacht.
Und was dann natürlich sich als nächstes als Frage stellt, ist die Tatsache, naja, wenn ich jetzt einen HGB-Konzernabschluss bastel und da muss ich danach noch die Überleitungsrechnung machen zu US GAAP, kann ich da nicht direkt nur den US GAAP-Abschluss machen, also nur eine Konzernrechnungslegung nach internationaler Rechnungslegung vornehmen? Kann ich dann vielleicht auf den HGB-Abschluss verzichten? So, und genau das ist dann umgesetzt worden. Kann ich verzichten vielleicht, weil es unheimlich viel Arbeit bedeutet, wenn ich einen HGB-Konzernabschluss machen muss und dann auch noch einen US GAAP-Abschluss? Und dann kam das Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz. Das waren Reformgesetze in Deutschland, die ich jetzt hier einmal zeigen möchte. Und die sollen Ihnen ein Gespür für die Entwicklung geben. Sie müssen die nicht alle im Detail beherrschen. Wir gehen einmal nur ganz kurz da durch, aber es gibt ein Gespür eben, was passiert ist in der Rechnungslegung. Man wollte diese Konzerne eben von der Doppelbelastung befreien. Und deshalb hat man gesagt, man möchte diesen Konzernen aber gleichzeitig ermöglichen, Kapital leichter aufnehmen zu können, deshalb Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz, und hat dann gesagt, wenn ein Konzern einen Konzernabschluss nach US GAAP oder IAS, IFRS aufstellt, um an einer internationalen Börse gelistet zu werden, dann darf dieser Konzern darauf verzichten, einen HGB-Konzernabschluss aufzustellen. Also eine Befreiungswirkung kam dort zum Tragen. Dann kam das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Man hat nämlich gesagt, naja, jetzt werden die Konzerne immer größer, die Rechnungslegung wird immer komplexer. Jetzt müssen wir aber irgendwie auch den Adressaten die Informationen, die Transparenz über diesen Konzern vorlegen können und beschaffen können, die er braucht. Sonst investiert am Ende keiner mehr. Dann hat man ein Gesetz gemacht zur Verbesserung der Corporate Governance und Erweiterung der Haftung von Vorstand, Aufsichtsrat und Abschlussprüfer, weil man gesagt hat, diese drei Gruppen, die das Konzern, die Konzern Corporate Governance Struktur stark prägen und beeinflussen, müssen auch über ihre Tätigkeit Bericht erstatten und Transparenz darüber walten lassen, was sie eben tun. Und das hat dieses Gesetz nochmal deutlich gemacht. Dann kam das Kapitalgesellschaften- und Co-Richtliniengesetz. Weil dann hat man nämlich gesagt, wenn wir das jetzt hier von Aktiengesellschaften verlangen, die eben eine internationale Börse in Anspruch nehmen, wir aber in Deutschland die Besonderheit haben, dass wir verdammt viele GmbH und Co-KGs haben, also auch Kapitalgesellschaften, die als juristische Person an einer Personengesellschaft beteiligt sind, ja, eine KG, GmbH und Co. KG, eine KG, dessen unbegrenzte Haftungssumme begrenzt wird dadurch, dass eine juristische Person Vollhafter ist. Und eine juristische Person, eine GmbH, ist immer begrenzt auf eine Haftungssumme, die Einlagesumme. Und deshalb ist das ein ganz, naja, schickes Instrument, die Haftung zu begrenzen, indem man eine GmbH und Co. KG wird. Die sind aber auch eigentlich schon wieder so kapitalmarktorientiert durch diese Struktur und durch die Vollhaftung einer GmbH, dass man gesagt hat, man muss diese Bilanzierung und Offenlegungspflichten auf diese gesellschaftliche Struktur ausdehnen. Und das hat das CAP-Cori-League gemacht. Dann kam das TransPUG, das Transparenz- und Publizitätsgesetz. Das hat nämlich gesagt, wir brauchen noch erweiterte offenlegungspflichtige Berichtsinstrumente. Und zwar ist da im HGB und Aktiengesetz beispielsweise die Eigenkapitalveränderungsrechnung als Berichtsinstrument verpflichtend eingeführt worden für kapitalmarktorientierte Unternehmen. Ganz, ganz wichtig war dann wieder eine EU-Verordnung, die EU-IAS-Verordnung und andere Richtlinien wurden durch das Bilanzrechtsreformgesetz
in 2004 umgesetzt, und zwar in dem wesentlichen und besonders relevanten Artikel des 315a HGB. Der 315a HGB sagt nämlich, dass Konzerne ab 2005 die IAS, IFRS anzuwenden haben, wenn sie kapitalmarktorientiert sind. Das heißt, wir haben die Einführung einer Pflicht insgesamt in der EU, dass alle Konzerne nach IAS, IFRS bilanzieren müssen. Was der Grund ist, weshalb Sie im Sommersemester idealerweise die Veranstaltung dazu gehört haben, weil eben nicht nur HGB in Deutschland bilanziert wird, sondern auch IAS, IFRS. Das kam im 2005er Bilanzrechtsreformgesetz. Gleichzeitig wurden noch die Schwellenwerte für die Qualifikation als große und mittelgroße Kapitalgesellschaft erhöht. Das heißt also, man kam etwas schwieriger oder andersrum formuliert, man rutschte nicht so schnell in die mittel- und große Kapitalgesellschaft rein, und damit hatte man noch etwas Puffer nach oben von den Schwellenwerten, bis man auch die erhöhte Publizitätspflicht nachkommen musste. Das steht im 267 bzw. im 293 HGB. Bitte immer an diesen Stellen vielleicht einmal pausieren, das Gesetz vornehmen und reingucken. Lesen Sie es. Jedes Mal, wenn Sie es lesen, werden Sie sich merken, wo das stand, auf welcher Höhe, markieren Sie es, und Sie behalten ein wenig davon. Dann gab es noch erweiterte Angabepflichten für Anhang- und Lagebericht. Das schauen wir uns auch noch genauer an, was da alles so drin steckt. Und dann wurde die Tätigkeit, die Wirtschaftsprüfer für Kapitalgesellschaften erbringen dürfen, eingeschränkt. Man hat nämlich gesagt, die, die den Laden prüfen, die dürfen den nicht mehr einfach in jedem Bereich beraten. Man hat nämlich gesagt, es gibt eine Verzerrung, die Objektivität des Abschlussprüfers wird unter Umständen untergraben, weil dieser nicht mehr unabhängig agieren kann, wenn er durch Beratungstätigkeit noch ein enges Verhältnis zu dem Mandanten pflegt. Und der Umsatz, den der Abschlussprüfer erwirtschaftet, wird zu hoch, und deshalb hat man die Tätigkeiten etwas eingeschränkt. So ein weiteres großes Gesetz, was als Reaktion auf die Vereinheitlichung der Rechnungslegung in der EU in das deutsche Gesetz umgewandelt wurde oder transferiert wurde, ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Da hat man gesagt, man muss das Bilanzrecht noch weiter modernisieren, weil man jetzt zwar die großen Konzerne vereinheitlicht hat, man hat aber dadurch für die vor allen Dingen in Deutschland besonders starken kleinen und mittleren Unternehmen, ja, viele GmbHs haben wir hier, das ist eine Besonderheit im deutschen Markt. Man hat gesagt, man muss denen irgendwie die Chance geben, dass sie auch den internationalen Vorschriften folgen. Und da das natürlich ein Monsterwerk ist und auch völlig wenig attraktiv ist für kleine und mittlere Unternehmen, hat man gesagt, naja, dann drehen wir den Spieß um und machen einfach unser HGB etwas moderner. Ja, wir ändern jetzt im HGB also die Vorschriften, die von kleinen und mittleren Unternehmen angewandt werden, etwas ab und machen die etwas moderner, etwas mehr Richtung internationale Vorschriften. Es gab dann in den Jahren ja die Finanzmarktkrise 2007, 2008, und der Gesetzgeber ist wieder stark zurückgerudert, weil er gesagt hat, na, vielleicht ist das doch alles nicht so eine gute Idee mit dieser modernen internationalen Rechnungslegung. Vielleicht bleiben wir doch etwas näher am Gläubigerschutz im HGB. Sie kennen das HGB in dieser Form. Sie haben es alle im Bilanzieren kennengelernt und haben wie selbstverständlich diese Modernisierungsmaßnahmen zur Kenntnis genommen, beziehungsweise gar nicht bemerkt, weil sie das HGB ja in dieser geltenden Form kennengelernt haben. Damals war das aber was Besonderes. Man hat nämlich die Schwellenwerte zur Einhaltung von Größenklassen angehoben, also es war etwas schwieriger, in die nächstgrößere Klasse zu rutschen, vielleicht auch attraktiver, weil damit eben Publizitätspflichten einhergehen. Man hat eine steigende Anzahl kleiner Unternehmen, die Erleichterungsvorschriften des Gesetzes damit in Anspruch nehmen können, geschaffen. Und das ist eben
attraktiv, weil es eben weniger Arbeit bedeutet im Rahmen der Bilanzierung. Man hat klargestellt, was auslegungsfähige Sachverhalte betrifft. Aus dem BillMOG beispielsweise hat man die Abschreibungsdauer bei selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bei Unmöglichkeit der Schätzung auf 10 Jahre aufgehoben. Das gilt auch für den entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert. Das heißt also, hat hier eine Klarstellung vollzogen. Man hat Umsatzerlöse neu definiert. Das außerordentliche Ergebnis ist weggefallen im 277 Absatz 1 HGB, neue Fassung. Man hat einen Anlagespiegel verpflichtend eingeführt und weitere Änderungen der Angabepflichten im Anhang eingefügt. Jetzt haben Sie also einen kleinen, ja, soll man sagen, Ausflug in die Rechnungslegungsveränderungen der letzten Jahrzehnte erhalten. Das soll fürs Erste auch reichen an dieser Stelle. Sie sehen, Sie nehmen mit, es gibt einen Einfluss von der EU auf die Rechnungslegung in Deutschland, Verordnungen oder auch Richtlinien, die umgesetzt werden müssen. Es gibt Modernisierungsbemühungen für das HGB, damit man der Wettbewerbsfähigkeit, die zwingend erforderlich ist für deutsche Unternehmen, gerecht werden kann. Konzerne wurden globaler, sie brauchten Kapital an anderen Börsen, damit war Börsenlisting attraktiv. Man musste reagieren, da das HGB eine sehr national ausgerichtete Rechnungslegung darstellt, die diesem Charakter der Kapitalmarktorientierung nicht gerecht wird. Deshalb hat der Gesetzgeber hier auch entsprechend die Artikel verändert, sodass internationale Rechnungslegung befreiende Wirkung für den Konzernabschluss nach HGB hatte. Das nehmen Sie mit und dann gehen wir weiter in Richtung Konzernrechnungslegung. Wie sind nämlich die rechtlichen Rahmenbedingungen der IFRS-Anwendung? Sie haben das in den Grundzügen schon gehört im Sommersemester. Ich möchte das aber noch einmal kurz wiederholen, weil das wirklich elementar ist für das Verständnis der Bilanzierungslandschaft in Deutschland und auch weltweit. Die EU-Verordnung hat gesagt, die Rechnungslegungspflichten in Deutschland haben sich gefälligst auch zu verändern. Das hat der deutsche Gesetzgeber durch das BillReg gemacht. Und das sieht jetzt wie folgt aus. Wir haben hier einmal diese Abbildung, die sich unterteilt. Ein Konzernabschluss ist bei kapitalmarktorientierten Gruppen, also Konzernen oder einer kapitalmarktorientierten Muttergesellschaft, zwingend nach IAS, IFRS anzuwenden. Das betrifft auch US GAAP-Bilanzierer. Die EU hat also gesagt, das ist wohl schön, dass Daimler jetzt nach US GAAP bilanziert, damit es an der amerikanischen Börse gelistet werden kann. Wir haben hier aber unsere eigenen Vorschriften, denen wir folgen möchten, nämlich den IAS, IFRS. Und deshalb ist der Konzernabschluss aller Gesellschaften, die kapitalmarktorientiert sind und zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet sind. Wann das der Fall ist, klären wir später für den Moment. Alle Gesellschaften in der EU haben ein IAS, IFRS-Pflicht und damit auch die US GAAP-Bilanzierer. Wir gucken uns gleich an, was das bedeutet für die US GAAP-Bilanzierer und was eigentlich die logische Folge daraus sein muss. Man kann ja nicht von den Konzernmüttern verlangen, Stichwort Daimler AG, dass sie künftig einen US GAAP-Abschluss aufstellen und einen IFRS-Abschluss. Nehmen Sie das für den Moment mit und behalten Sie es im Hinterkopf, bitte. Dann hat man gesagt, für die nicht kapitalmarktorientierten Mütter, also eine GmbH als Muttergesellschaft, nehmen wir ein Wahlrecht. Die können sich aussuchen, ob sie nach HGB oder IFRS ihren Konzernabschluss aufstellen. Das hat dann aber, sofern IFRS befolgt wird, selbstverständlich eine befreiende Wirkung von der Aufstellungspflicht nach HGB. Sonst hätten wir ja auch wieder eine Doppelbelastung. Also jede GmbH-Mutter, die einen Konzernabschluss aufstellen muss, die eben nicht kapitalmarktorientiert ist, kann dies auch nach IAS, IFRS tun. Oder auch nach HGB. In jedem Fall reicht eine Version.
So, Deutschland hat sich dann aber für den Einzelabschluss anders entschieden als viele andere Länder. Es gibt nämlich eine HGB-Pflicht, egal welcher Typ Muttergesellschaft ich bin. Das heißt, der Einzelabschluss der Daimler AG ist nach HGB aufzustellen und auch jeder GmbH-Mutter muss ihren Einzelabschluss nach HGB aufstellen. Man kann die IAS, IFRS natürlich anwenden im Einzelabschluss, aber dann ist das eine zusätzliche Belastung, die man in Kauf nimmt oder eben nicht. Aber dieser Einzelabschluss nach IAS, IFRS befreit nicht von der Aufstellungspflicht nach HGB. Das heißt, wir haben hier ein Wahlrecht, das nur informatorische Zwecke hat. Das müssen Sie, wenn möglich, ab jetzt behalten und nie wieder vergessen, wie diese Unterteilung der Rechnungslegungspflichten in der EU bzw. hier in der Umsetzung in Deutschland ist. Dieser Bereich hier wird von anderen Ländern durchaus anders ausgeübt. Es gibt Länder, kleinere vor allen Dingen, die sich es einfacher machen wollen, die sagen, es gibt eine IAS-IFRS-Pflicht und wir nehmen einfach konsequent Abstand von unseren HGB, von unserer HGB-Rechnungslegung. So, was heißt das also jetzt? Die IAS-IFRS sind auf den Konzernabschluss für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2005 beginnen, verpflichtend für Gesellschaften, die dem Recht eines Mitgliedstaates der EU unterlegen, Deutschland beispielsweise, und die am jeweiligen Bilanzstichtag den Kapitalmarkt in einem beliebigen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen. Beispielsweise die Daimler AG, gelistet natürlich auch in Frankfurt, also nimmt den deutschen Kapitalmarkt in Anspruch und damit fällt sie darunter. Abweichende Anwendung der IAS-IFRS erst für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2007 beginnen, wenn von der Gesellschaft lediglich Schuldtitel zum Handel zugelassen sind, also keine Börse in Anspruch genommen wird oder die Wertpapiere in einem Nicht-Mitgliedstaat gehandelt werden, um diese Gesellschaft bereits seit dem 01.11.2002 oder früher international anerkannte Standards anwendet. Man hat durch diese Klausel im Grunde genommen den der Daimler AG und allen anderen, die nach US GAAP bilanzieren, 2 Jahre Aufschub gegeben und hat gesagt, okay, wenn ihr in Amerika eure Wertpapiere handelt an der amerikanischen Börse und bereits seit 2002 oder früher internationale Standards, das sind IAS, IFRS oder die US GAAP, anwendet, dann habt ihr 2 Jahre länger Zeit, um von den US GAAP auf die IAS, IFRS zu wechseln. Die Mitgliedstaaten können jetzt gestatten oder vorschreiben, dass die kapitalmarktorientierten Gesellschaften ihre Einzelabschlüsse und/oder alle übrigen Gesellschaften ihre Konzernabschlüsse und/oder ihre Einzelabschlüsse auf Basis der IAS, IFRS erstellen dürfen oder müssen. An dieser Stelle machen Sie auf Stopp und gehen nochmal 2 Folien zurück und schauen sich diese 4 Felder an. Das bedeutet also, nur das links oben, das Feld, die Pflicht für kapitalmarktorientierte Konzernmütter, einen Konzernabschluss nach IAS, IFRS aufzustellen. Diese Pflicht, an der ist nicht zu rütteln. Und die anderen 3 Felder sind in der Hand der Mitgliedstaaten, wie man es ausübt. Das macht die EU häufiger. Die EU legt häufiger etwas vor und lässt dann einen Ausgestaltungsspielraum in den Mitgliedstaaten. Das obere Kästchen links ist Pflicht und alle anderen 3 können je nach Bedürfnis des Mitgliedstaates verändert werden. In Deutschland ist man den HGB-Schritt gegangen im Einzelabschluss, weil man von den kapitalmarktorientierten AGs, Daimler AG, eine Vergleichbarkeit erhalten wollte mit allen nicht kapitalmarktorientierten Gesellschaften, denen man nicht zumuten wollte, nach IAS, IFRS bilanzieren zu müssen. Also eine große GmbH soll weiter vergleichbar sein mit einer großen AG. Und das schafft man nur, diese bilanzielle Vergleichbarkeit zu erhalten, wenn beide weiterhin nach HGB bilanzieren müssen. Das heißt, man hat das nicht auf die Ebene der Gesellschaften weitergegeben, dass sie ein Wahlrecht haben, sondern man hat gesagt, ihr müsst weiter den Einzelabschluss nach HGB aufstellen. Das hat in Deutschland auch noch die besondere Relevanz, weil alle
Zahlungsbemessungsfunktion alle Zahlungsbemessungen, Dividenden, Steuerzahlungen an den Einzelabschluss geknüpft sind. Das heißt, wir können als steuerlicher Fiskus oder auch als Grundlage für Dividendenausschüttung überhaupt nichts mit einem Konzernabschluss oder einem Einzelabschluss nach IAS, IFRS oder US GAAP anfangen. Wir brauchen das HGB für diese Zahlungsentscheidungen. Und das untere Feld von der Vierfelder-Matrix auf der Folie 11, das ist das Wahlrecht. Das hat man den Konzern überlassen. Und hat gesagt, eine nicht kapitalmarktorientierte Mutter soll einfach entscheiden, ob sie nach IAS oder IFRS bilanzieren möchte. Und das ist dann in dem Konzern geltende Regelung. Die Pflicht zur IAS, IFRS-Anwendung oder Wahlrecht für Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich der vierten und siebten Richtlinie fallen, ist durch die nationalen Gesetzgeber vorzugeben. Und das betrifft nicht haftungsbeschränkte Gesellschaften und/oder Einzelunternehmen. Das heißt also, dieses Feld unter der Pflicht bezieht sich eben auf diese Gesellschaften und da hat Deutschland einen eher konservativen Weg ausgewählt. So, das hatte jetzt etwas zur Folge, nämlich dass man in Deutschland diese Verordnung umsetzen musste. Und das hat der deutsche Gesetzgeber durch den 315e gemacht. Er hat gesagt, die IAS-IFRS-Pflicht für kapitalmarktorientierte Konzernunternehmen ab 2005 kommt in den 315e. Das IAS-IFRS-Wahlrecht für nicht kapitalmarktorientierte Konzernunternehmen ab 2005 fassen wir ebenfalls in diesen Paragraphen in Absatz 3. Und dazu gibt es den 325 Absatz 2a und b. Das ist die restriktive Umsetzung des Mitgliedstaatenwahlrechts bezüglich der Einzelabschlüsse. Einzelunternehmen dürfen, wenn sie wollen, einen IAS-IFRS-Abschluss veröffentlichen, aber das machen sie freiwillig. Der hat nur einen informatorischen Zweck und das befreit nicht von der Pflicht zur Aufstellung eines HGB-Abschlusses. Der ist zwingend erforderlich. Ich bitte Sie dringend, dass Sie diese vier Felder verstehen lernen und behalten, dass Sie, wenn Sie etwas über eine Gesellschaftsform hören, am besten automatisch wissen, wie hat diese zu bilanzieren. Überprüfen Sie sich da, machen Sie vielleicht mal den Test, gehen Sie ins Internet, schauen sich größere Unternehmen an, die Rechtsform, die Strukturen und dann fragen Sie sich so, was müsste ich jetzt hier finden? Auf AG-Ebene einen HGB-Abschluss, auf Konzernebene natürlich einen IFRS-Abschluss. Dann gucken Sie sich vielleicht sowas mal für eine GmbH an. Da dürfte das dann unter Umständen anders ausfallen, je nachdem, was auf Konzernebene ausgeübt wurde. Denn da haben wir ja, wie Sie gelernt haben, das Wahlrecht. So, das waren die Grundlagen für die Konzernrechnungslegung. Und jetzt kommen wir, also die historische Entwicklung und die Erläuterung des Harmonisierungsprozesses. Und jetzt kommen wir in die Bestandteile des Einzel- und Konzernabschlusses. Damit möchte ich heute noch starten, damit Sie schon mal ein erstes Paket sozusagen bekommen haben. So, heute lernen Sie also damit darüber hinaus, worin die Grenzen des Einzelabschlusses für Zwecke der Konzernrechnungslegung bestehen, welche Bestandteile einen Konzernabschluss konstituieren, welche Zwecke ein Konzernabschluss erfüllt und welche wesentlichen Unterschiede zwischen den Regelungen zur Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS bestehen. Wobei wir sagen müssen, dass wir heute nicht Antworten auf all diese vier Bereiche geben werden. Warum ist es sinnvoll, Konzernrechnungslegung zu hören? Ich denke, die Einleitung zu diesem Kapitel insgesamt hat das deutlich gemacht. Wir befinden uns in einer Welt, in der Konzerne eine große Rolle spielen. Das heißt, wir haben in der Unternehmenslandschaft, auch wenn nicht immer für uns augenscheinlich deutlich werdend, Konzernstrukturen. Ein zunehmender Konzernierungsgrad, Fraport, Douglas, ThyssenKrupp und so weiter. Unzählig könnten wir Konzerne aufführen. Konzernstrukturen sind sinnvoll, weil sie unternehmerisches Agieren vereinfachen.
Sei es, dass man Lieferketten in seinen Konzernverbund einschließt, sei es, dass man sich Märkte erschließen kann, weil man Tochtergesellschaften in den entsprechenden Ländern sitzen hat, oder sei es, dass man sich personelle Expertise oder Marktzugänge erleichtern möchte. Das heißt, wir haben hier Strukturen, die es sinnvoll machen, um in der Wirtschaft bestehen zu können. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir natürlich jetzt uns als auf der Seite der Berater, der Prüfer und der Anbieter des Rechnungswesens fragen, was muss da passieren, damit dieser Konzern auch in dieser Hinsicht gut aufgestellt ist. Und wenn Sie sich jetzt einmal zum Beispiel die Fraport AG angucken, das ist der Geschäftsbericht 2019, dann sehen Sie hier, Sie haben hier voll konsolidierte Tochterunternehmen zum Ende des Jahres 2017 aufgezeigt mit Zugängen und Abgängen und dann 2018. Und dann sehen Sie, Sie haben hier im Inland 27 und im Ausland 28 voll konsolidierte Tochterunternehmen in diesem Konzernabschluss. Sie wissen jetzt an dieser Stelle noch nicht, was das bedeutet, voll konsolidiert, was der Begriff Tochterunternehmen bedeutet. Dann scheint es Unternehmen zu geben, die werden at equity bewertet. Das nennt man auch Gemeinschaftsunternehmen. Davon gibt es 10 im Inland und 4 im Ausland. Ein Abgang wiederum, 3 verbleibend, insgesamt 13. Wann bewertet man Unternehmen at equity? Wann erfüllt es die Kriterien eines Gemeinschaftsunternehmens? Dann gibt es offensichtlich auch noch den Begriff der assoziierten Unternehmen. Zugänge, Abgänge hier zu verzeichnen, in Summe 5 Ende 18. Also offensichtlich finden in den Konsolidierungskreis 74 Unternehmen Eingang. Neben der Fraport AG, die eine eigene Bilanzierung, Rechnungslegung hat und einen Einzelabschluss aufstellt, kommen 74 Unternehmen in den Konzernabschluss mit rein. Das übernimmt die Mutter in einer Konzernrechnungslegung. Dafür braucht man Regeln, dafür braucht man Standards, auf die man sich verständigt. Und das muss von diesen 74 Unternehmen umgesetzt werden und dann zugeliefert werden an die Mutter, die den Konzernabschluss aufstellt. Der ist zu prüfen von einem Abschlussprüfer. Das ist Pflicht. Und wie das funktioniert, wann welches Unternehmen in welcher Form in den Konzernabschluss einfließt, ob voll konsolidiert als Tochterunternehmen, at equity, Gemeinschaftsunternehmen, als assoziiertes Unternehmen oder vielleicht sogar als letztes verbleibend als reine Beteiligung auf der Aktivseite im Einzelabschluss gezeigt. Und wie wir dann damit umgehen, dass ein Unternehmen 74 Abschlüsse zu bündeln hat, plus den eigenen, obwohl der ist hier, sehe ich gerade, Entschuldigung, bereits mit einbezogen, Fraport AG an oberster Stelle, können Sie sehen. Also 74 Abschlüsse sind zu bündeln. Mit Geschäftsbeziehungen in diesem Konzern, die da wieder raus müssen. Ja, der Konzern soll nicht die mit sich selbst Geschäfte zeigen. Ja, das ist die große Herausforderung. Das heißt, wir müssen konsolidieren. Wir müssen die mit sich selbst Geschäfte unter den Töchtern, zwischen den At-Equity-Unternehmen, zwischen Assoziierten und Tochterunternehmen mit der Fraport AG, also der Mutter, das müssen wir bereinigen. Und das ist das, was ich Ihnen hier in dieser Veranstaltungsreihe zeigen möchte. Und ich möchte Ihnen auch noch zeigen, dass das echt Spaß machen kann, wenn man es denn versteht. Und ich lege Ihnen jetzt schon ans Herz, lernen Sie es nicht auswendig. Sie werden dann am Ende nicht zufriedenstellend das Ganze hier abschließen. Sie müssen es verstehen. Und damit man es versteht, müssen Sie auch leider ja die Buchführung hinter dieser ganzen Systematik verstehen. Und deshalb ist das auch anders als Grundlagen IFRS nicht unbedingt ein Fleißfach, sondern es ist ein Verständnisfach, so ein bisschen wie Mathe. Ja? Und wenn Sie das können, dann werden Sie das hier richtig gut zu Ende bringen. Und ich glaube, dass gerade die Anwendung und das Nachvollziehen eine Menge Spaß macht. Ich persönlich hatte immer mehr Spaß an solchen Fächern. Mir macht auch von den Vorlesungsinhalten Konzernrechnungslegung deutlich mehr Spaß als Grundlagen IFRS. Das sage ich Ihnen aber jetzt erst im Nachhinein, denn man kann hier eine ganze Menge gestalten und anwenden. Und das macht immer mehr Spaß, als wenn man was auswendig lernen muss. Finde ich zumindest. So, fürs Erste weiter. Also es ist super wichtig, dass Sie Konzernrechnungslegung hören, wenn Sie sich in diesem Bereich finden und überhaupt Rechnungslegung verstehen, lernen möchten.
Dann gehört auch die Konzernrechnungslegung dazu. So, hier nochmal Beispiel 2, die Douglas Holding. Die bestand zwischenzeitlich auch noch aus der Douglas-Marke selber, aus Hussel, Christ, Appelrad, Küpper. Und das ist mittlerweile veräußert. Das heißt, Sie können hier auch immer sehen, in diesen Konzernen verbunden ist auch oft viel Dynamik. Da werden auch Töchter abgestoßen, die vielleicht nicht mehr tragfähig sind, aus welchen Gründen auch immer. Thalia ist noch immer in der Beteiligung unterhalb der Douglas Holding. So, dann haben wir hier für diese anzuwendende Rechnungslegung im Konzern die IAS-IFRS. Das ist ein bisschen Wiederholung, das haben Sie schon mal gehört. Die gelten weltweit und in unterschiedlichen Rechtskreisen. Und das Geschickte ist, da sie sich nicht an ein Gesellschaftsrecht anknüpfen lassen, sie richten sich ganz unspezifisch an Unternehmen. Das heißt, es ist losgelöst davon, ob wir eine GmbH oder eine AG haben. Das IASB bietet diese Vorschriften an und der nationale Gesetzgeber, das nationale Gesellschaftsrecht sagt, okay, wir wenden die an oder wir wenden die nicht an, aber losgelöst von dessen, welche Kapital, ob eine Kapitalgesellschaft, eine Personenhandelsgesellschaft, ein Einzelunternehmen vorliegt. Zumindest ist das erstmal das, was angeboten ist. Was der Mitgliedstaat dann damit macht, ist eigene Sache. Hier, ich erinnere Sie, die vier Felder. Sie wissen, wie Deutschland das umgesetzt hat. Wir haben eine Pflicht für die kapitalmarktorientierten Konzerne. Wir haben ein Wahlrecht für die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen. Und im Einzelabschluss bleibt weiter HGB, die Nummer 1 und als Pflicht Bilanzierung bestehen. Wir haben keine größenabhängigen Erleichterungen, also frei nach dem Motto, wende alles an oder lass es sein. Das heißt, nur wenn das gesamte Normwerk angewandt wird, erfüllt man auch die Bilanzierung nach IAS, IFRS. Es gab mal so einen Vorstoß in 2009, das hieß IFRS for SMEs, also für Small Medium-Sized Entities oder wie wir sagen würden, kleine und mittlere Unternehmen. Das waren geschlossene Standards. Standard speziell für diese kleinen KMUs, aber der hat keine Rechenschaftspflicht und ist nicht für Unternehmen von öffentlichem Interesse relevant. Der hat zumindest im deutschen KMU-Markt auf wenig Begeisterung gestoßen und auch nicht viel Anwendung gefunden. Aber diesen Vorstoß gab es mal, da hat man eben so eine abgespeckte Version, so eine Art Light-Version IFRS for SMEs ins Leben gerufen. Es gibt einige branchenspezifische Bilanzierungen sind Ausweisregeln. Das sind Kreditinstitute, landwirtschaftliche Tätigkeiten und Versicherungsverträge. Grundsätzlich soll es die nicht geben und wenn, dann eben Regelungen in einem besonderen Standard. So, was gehört jetzt in einen Konzernabschluss oder auch in einen Einzelabschluss nach IAS? Das steht im IAS 1, die Bilanz, die GOV, die Eigenkapitalveränderungsrechnung, die Kapitalflussrechnung und die Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie erläuternde Anhangangaben in den Notes. Der Anhang heißt Notes nach IAS, IFRS und was wir hier noch weiter relevant haben, ist ein Konzernsegmentbericht nach IFRS 8 für kapitalmarktorientierte Unternehmen. Jetzt müssten Sie eigentlich fragen, wo ist denn der Lagebericht, auf den das deutsche HGB so viel Wert legt? Den gibt es natürlich auch noch, der kommt gleich. Die Angaben, die zu machen sind im Einzel- und Konzernabschluss, nochmal für uns. Der Einzelabschluss hat nur Informationszwecke, aber die IAS, IFRS sind natürlich so aufgestellt, als würden sie auch für einen Einzelabschluss gelten. Nur weil der deutsche Gesetzgeber gesagt hat, in Deutschland nicht, wir wollen weiter HGB, heißt das nicht, dass man sie nicht grundsätzlich in einem Einzelabschluss anwenden könnte, so wie es auch in einigen Ländern verpflichtend gemacht wird. Sie können mal spaßeshalber die IFRS, IAS-Karte eingeben bei Google, dann werden Sie sehen, in wie vielen Ländern eigentlich diese Standards bereits greifen. IAS 10 sagt dann noch, es müssen Name des berichtenden Unternehmens, Abschlusszweck und Bilanzstichtag und Währung angegeben werden. Dann müssen Wert auf hellende Tatsachen bis zum Tag der Freigabe des Abschlusses zur Veröffentlichung berücksichtigt werden. Also wenn sich eine Information ergibt in den ersten Monaten
bis zur Freigabe des Abschlusses, dann hat man das rückwirkend noch zu berücksichtigen in die Bilanzierung zum Geschäftsjahresende. Im Anhang sind wichtige wertbeeinflussende Tatsachen, da sind auch noch Beispiele netterweise in IAS 10 genannt, zu erläutern und dann hat man auch den Tag der Freigabe des Abschlusses anzugeben. Auch hier, wenn Sie sich nicht mehr ganz sicher sind, was war der Unterschied zwischen wertaufhellender Tatsache versus wertbeeinflussender Tatsache, schauen Sie es nach, im Zweifelsfall. Bei Wikipedia gibt es eine schnelle Antwort. Und Sie sind wieder im Bilde. Jetzt kommen wir zum Lagebericht. Natürlich ist der für deutsche Kapitalgesellschaften als Ergänzung zum Einzelabschluss nach HGB und auch zum Konzernabschluss nach IFRS verpflichtend. Also was macht der deutsche Gesetzgeber? Der deutsche Gesetzgeber sagt, du gefällst zwar als Konzern in die Bilanzierungspflicht nach IAS, IFRS rein, ja, weil das ist eben seit 2005 als kapitalmarktorientierte Konzernmutter Pflicht. Aber wir geben trotzdem nicht unsere Konzernlageberichterstattung auf. Das heißt, das regelt weiter das HGB nach 315. Das HGB ist es ja auch, was dem Anwender sagt, du musst IFRS anwenden. Das heißt, im Grunde genommen müssen Sie sich das so vorstellen, das HGB sagt, wo der Hase langläuft, ja, die Konzernmutter hat nach IFRS zu bilanzieren. Im Grunde genommen steht da drin, verwende IFRS, wenn du kapitalmarktorientierte Konzernmutter bist, für deinen Konzernabschluss. Nimm bitte dann jetzt das IFRS-Werk und wende es an, aber bleibe von deiner in dem Gesetz, dem du unterliegst, nämlich dem HGB und folge auch darüber hinaus dem 315, der eben sagt, es muss auch ein Konzernlagebericht aufgestellt werden, da die HGB-Vorschriften zur Prüfung und Offenlegung des Konzernabschlusses von der Pflicht zur IFRS-Rechnungslegung unberührt bleiben. Macht man das freiwillig, dann gibt es eine Empfehlung zur Lageberichterstattung. Auch wenn IAS 1.13 so einen Bericht über die Unternehmenslage durch die Unternehmensleitung verpflichtet, muss man sagen, ist das deutlich weniger, ist das deutlich weniger als das, was der Lagebericht verlangt. Und für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.16 beginnen, gibt es erstmals eine verpflichtende Anwendung des DRS 20 zum Konzernlagebericht für Mutterunternehmen, die einen HGB-Lagebericht aufstellen. Das heißt, der deutsche Rechnungslegungsstandard 20 konkretisiert das nochmal, weil das im HGB nicht besonders ausführlich geschildert ist. Das HGB sagt nur, du musst es machen und das steht drin. Und der DRS 20 führt nochmal ganz genau auf, was alles da reingehört.